Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier bei Mario Kart 8 Online und wir sind direkt in der DLC-Strecke. Das ist natürlich ziemlich cool, die Excite-Bike-Strecke. Die habt ihr ja eventuell schon bei mir gesehen oder auch bei Volo, Ricky und Mock auf dem Kanal. Da war ich ja auch zu Gast vertreten, eventuell habt ihr das gesehen. Und jetzt sind wir hier wieder im ganz normalen Online-Let's Play. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen, deswegen fahren wir ein bisschen Mario Kart. Und ist sehr schön, dass die Excite-Bike-Strecke nun wieder drangekommen ist, denn ich mag die ganz gerne tatsächlich, ja. Ich finde die richtig, richtig cool. Sortieren wir uns mal ganz kurz und überlegen, was wir heute so auf dem Plan stehen haben. Ich würde ganz gerne ein bisschen mit euch quatschen über den kommenden Samstag inklusive Sonntag. Denn, wie ihr vielleicht wisst, steht der 24-Stunden-Livestream an, der ja als kleines Abonnenten-Special für die 10.000 Abonnenten gedacht war. Das ist einfach so jetzt erstmal die Sache. Ich war ja nie der Typ, der großartige Abonnenten-Specials gemacht hat, so videotechnisch, weil ich einfach, keine Ahnung, ich habe mal bei 100 Abonnenten so meine Top-Blablabla-Spiele vorgestellt. Dieses Video war auch unendlich schlecht. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich war nie so der, keine Ahnung, weißt du, so dann, was soll ich denn machen? Irgendwelche Spiele spielen, die mache ich dann bei Cornel Flashed oder... Weiß ich nicht. Ich war nie so, ich hatte auch nie so wirklich Ideen für Abonnenten-Specials. Ich finde es eigentlich immer relativ. Ich weiß auch nicht. Man ist halt dankbar, aber was soll man da groß machen? Ich will auch kein Video hinscheißen, so, wo ich dann sage, danke. Also das mache ich ja sowieso dann immer. Von daher ist es auch egal. Kümmern wir uns nicht darum. Diesmal habe ich mir halt gedacht, so 10.000, krasse Zahl. Wenn du die erreichst, dann musst du halt dann auch irgendwie mal was machen und da habe ich mich dann halt dazu entschieden. Ich mache einen 24-Stunden-Stream. So, wie das Leben nun mal spielt und wie das Leben halt so auch ist. Oh Mist, ey, nur Siebter geworden. Achter, oh shit. Wie das Leben halt so spielt und wie das Leben so manchmal ist, kommt jetzt ziemlich viel auf einmal zusammen. Denn, wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt und das ist halt zeitlich relativ gut, denn ich habe am Sonntag Geburtstag. Bedeutet also, es ist ein 24-Stunden-Livestream, den wir abhalten und ich werde um 0 Uhr Geburtstag haben. Das bedeutet, wir streamen quasi in meinen Geburtstag rein. Das ist natürlich schon richtig, richtig cool. Passend dazu ist es natürlich auch so, hätte ich jetzt nicht gestreamt, wäre ich wahrscheinlich irgendwie auf eine 90er-Party gegangen mit so 2-3 Kommilitoninnen und so und hätte da ein bisschen gedanced und das machen wir halt jetzt nicht. Beziehungsweise ich kriege auch dann noch wahrscheinlich so gegen 10 oder so Besuch für ein paar Stunden und meine beiden Nachbarinnen hier werden dann quasi mit rein feiern im Stream live und sind halt dann dabei und dann spiele ich mit dem Mario Kart Wii oder so. Und wie gesagt, wir feiern halt irgendwie rein dann und mit euch und... Und ja, zu einer guten Geburtstagsparty zählt natürlich auch immer ein bisschen. Man kann ja mal ein Gläschen trinken. Ich habe das schon mal gemacht an einem Anfang Oktober, glaube ich. Da habe ich gemacht, dass ich für jeden Fünfer, der so zusammenkommt, ihr wisst es ja vielleicht, in den Streams laufen immer die Donation-Tracker. Das bedeutet, man kann spenden, wenn man möchte. Und dieses Geld wird halt immer dafür benutzt, dass irgendwie... dass irgendwie dieses ganze YouTube und Technikzeugs finanziert wird und so weiter und so fort. Und das läuft halt immer so einfach nebenbei. Wenn halt mal irgendjemand was Lust hat zu spenden, dann kann er das tun. Ist halt komplett freiwillig, auch gar kein Zwang oder so. Und da habe ich das schon mal gemacht, dass ich so gesagt habe, so heute trinke ich für jede 5 Euro, die zusammenkommen, ein Pinchen. Dies und das, so dass man halt einfach so ein kleines Spielchen rausmacht. Das machen wir dann an meinem Geburtstag wieder. Bedeutet, ich werde halt, ist halt mein Geburtstag, ich werde 24, da darf man ein Schlückchen trinken. Das werden wir natürlich dann auch am Abend machen, nicht ab 12 Uhr mittags. Und für alle Kinder, die da vielleicht noch zu jung sind, bitte seid euch sicher. Also, mit 12 trinkt man noch keinen Alkohol. Ich denke da, ich bin aber recht sicher, dass meine Zuschauer alle sehr schlau sind und dass ich euch das nicht erklären muss. So, das nur dazu, das bedeutet, das wird halt auch relativ lustig, wenn meine Nachbarinnen dabei sind, dann werden die auch mittrinken, da könnt ihr die dann richtig schön, ne, bämsen.
So, und in einem Donation-Tracker musst du immer ein Ziel angeben. Dieses Ziel ist momentan relativ hoch, weil ich habe mir einen PC gekauft und den PC habe ich quasi erstmal auf Vor, also den, wie sagt man das? Das Geld dafür habe ich mir geliehen und das muss ich halt jetzt monatlich immer abbezahlen. So ungefähr, ist halt quasi eine Ratenzahlung habe ich da gemacht, aber ich kann es natürlich auch alles so bezahlen, deswegen das war halt das Spendenziel, so als Unterstützung. Alles, was da halt so zusammenkommt, wollte ich halt mit zum Abbezahlen nutzen, was ja auch durchaus Sinn macht, ne? Und denn von dem, wegen dem neuen PC haben wir übrigens gerade 60 FPS, das ist krass, ne? Ja, dürften 60 FPS sein. Außer ich mache irgendwas falsch. Ja, auf jeden Fall, das machen wir dann und ja, sollte dieses Spendenziel erreicht werden an diesem Abend, was relativ utopisch ist, weil es ist unfassbar viel Geld, ne? Es ist utopisch. Aber man kann eine Wette oder man kann so eine Aktion auch nur eingehen, wenn es wirklich, also ich kann, ne? So, sollte dieses Spendenziel erreicht werden, ihr kennt ja alle mein Mii, der hat ja einen blonden Afro und einen blonden Bart und ich habe mir überlegt, sollte dieses Spendenziel erreicht werden, dann werde ich mir live im Stream die Haare und den Bart irgendwie blond tönen oder so. Mit irgendeiner Tönung, keine Ahnung, müssen wir da mal gucken. Und live im Stream würden wir das dann machen, dass der Bart halt blond wird. Vielleicht sind meine Nachbarinnen ja dann noch da und können das übernehmen irgendwie, dass sie das dann machen. Müssen wir mal schauen. Falls es passieren sollte. Es ist utopisch, dass es passiert, deswegen gehe ich die Wette auch ein. Nur wenn es passiert, dann muss ich es natürlich einlösen. Ist ja ganz klar. Deswegen. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall... Das könnte eine lustige Sache werden. Wie gesagt, es ist utopisch, aber... dass ich mir meine Haare und meinen Bart färbe, das kann ich jetzt auch nicht für 100 Euro machen, ne? Weil dann kommt irgendeiner und denkt sich, ja, okay, dann spende ich die 100 Euro und mach den Kornel, damit er sich die Haare tönen muss. Ne, das kann ja nicht machen. Da muss man schon irgendwie, das muss schon, wenn das passiert, muss das schon gut überlegt sein. Und ja, ne, so. Das könnte aber auf jeden Fall sehr lustig werden. Ihr seht also, es ist ein prall gefüllter 24-Stunden-Stream mit meiner Nachbarin, der anderen Nachbarin, mit allem Möglichen, mit Party. Wir werden bestimmt auch ein bisschen Musik hören irgendwann mal und wir machen einfach eine riesen Gaudi aus diesem Ding. Wir starten samstags um 12 Uhr und enden sonntags um 12 Uhr. Und dann wird es ganz interessant, weil dann muss ich irgendwie ein bisschen schlafen und dann... Ich hoffe, ich hoffe, dass ich durchhalte, denn ich werde dann Sonntag um 12 Uhr, wie gesagt, ist dann der Stream vorbei. Da muss ich wohl mich irgendwie mal hinlegen und schlafen oder ich mache durch, ich weiß es noch nicht. Weil ich habe ja hier noch so, ne, nicht nur meine zwei Nachbarinnen, ich habe dann noch 1, 2, 3 andere Leute hier in Würzburg, mit denen ich dann an meinem Geburtstag was trinken würde. Und dann gehen wir halt abends ganz gemütlich in eine Kneipe, in eine Bar, wie man das auch immer nennt. Und da trinke ich dann nochmal gemütlich ein Bierchen mit denen allen und oder was auch immer die trinken wollen. Hatte ich natürlich nicht vorgeschrieben. Nee, aber dann ne, so und deswegen, das heißt, ich streame von 12 bis 12 und dann gehe ich halt abends um 8 Uhr, treffen wir uns dann auch nochmal und trinken da nochmal ein gemütliches Bierchen zusammen irgendwie so. Deswegen, ich hoffe, dass ich diesen Tag überlebe. Es wäre natürlich ziemlich scheiße, wenn ich mit den blonden Haaren dahin müsste. Das ja, könnte auch gut sein, dass ich dann da vielleicht einen kleinen Vlog aufmache mit meiner Kamera. Ich muss mir dann eine SD-Karte bzw. ein SD-Kartenlesegerät kaufen, weil der Computer hat keinen SD-Kartenleser und ich weiß nicht, wie ich sonst die Dateien auf dem PC kriegen soll, weil ich glaube, es geht nicht per USB oder so. Das ist natürlich ein Problem, deswegen muss ich mir dann noch so ein externes Ding kaufen. Sobald ich das habe, kann ich halt auch wieder mit der Kamera dann Videos machen und dann sollten Vlogs auch in der nächsten Zukunft irgendwie mal so starten, denn das ist natürlich nicht aufgehoben, das ist nur aufgeschoben. Nennt man das so? Nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben? Aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich weiß es nicht. Irgendwie so nennt man das auf jeden Fall. Oh mein Gott! Wie schlecht ich gerade bin. Komme ich da komplett rüber? Ja, komme ich. Wir sind schon in der dritten Runde. Zieh doch einen Stun. Meine Güte, schade, richtig verkackt. Naja,
Ist wieder so ein freudiges Späßchen. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was man so wissen muss. Das ist die Information über den 24-Stunden-Stream. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir sehen uns dann am Samstag wahrscheinlich. Oder halt in allen anderen Videos. Bis dann und ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Euer Kornel.